Hallo zusammen, grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen bei Hör wie grillt. Es ist finster, gell? Ja, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Nichtsdestotrotz sind wir wieder grün, nicht? Und heute machen wir was Spezielles, nicht wie immer bei mir. Linsel da film her, mit da schon her. Ein originales US-Beef. Mit einer Weltklasse-Sauce dazu. Absoffenes Rinderfilet. Ne? Da ist jede Menge Whisky drinnen. Und wie das gemacht wird, bleibt dran, schaut zu, lasst euch das nicht entgehen. Was brauchen wir jetzt da für unser besoffenes Rinderfilet? Na, da ist einmal unser Hauptdarsteller, da schaut euch das an. He? Ein wunderschönes Stück ist ein US-Rinderbeef. Ich gebe zu, normal bin ich für die heimische Ware, aber das war in Aktion mit minus 40%, da habe ich nicht widerstehen können. Und man sollte mal den Unterschied probieren zur heimischen Ware. Ne? Das habe ich schon wunderschön pariert da. Die Abschnitte bitte nicht wegschmeißen, mit denen ziehen wir sie nachher dann eine wunderbare Sauce. Das Ganze wird jetzt da, was brauchen wir jetzt alles dazu? So, wir haben da Worcestersauce oder Worcestersauce, braunen Zucker mit ein bisschen Ingwerpulver, Knoblauch, Wasser, dann, das ist besoffen mit unserem Filet, gell, ein Jim Beam Bourbon, Sojasauce, ja, das war es eigentlich schon. Wir mischen jetzt einmal die Marinade und das Rezept stammt aus einem großen Smokerbuch, gell, da sind Weltrezepte drinnen, ist nur zum Empfehlen. Gut, schieben wir das dann mal ein bisschen beiseite. Dann brauchen wir natürlich einen Vakuumierbeutel und einen Vakuumierer. So, dann haben wir jetzt einmal die Sojasauce. Das genaue Rezept schreibe ich auf. Das ist ein Cup, das sind amerikanische Angaben. Ein halber Cup Bourbon. Ein halber Cup Wasser. Ein Viertel Cup Worcestersauce. Hat ja nichts zu verschenken. Ne? Und unser Knobel, das sind so 4, 5, 10. Ich habe da so eine ganze Knolle genommen, die wo es in einen war. So, und den Zucker mit Ingwer. Das werden wir da jetzt ein bisschen verquirlen und aufrollen. Ah, das ist aber der Duftel von den Böden. Ein Hammer, Freunde. So, stellen wir mal beiseite. Dann nehmen wir unseren Vakuumbeutel her. Schlagen den um. Nehmen wir da unser Filet schon. So. Und jetzt füllen wir da, oder? Die Marinade ein. Ist ein bisschen groß geworden. Jetzt so kurz eine Wange aufgelassen. So, das Ganze werden wir jetzt vakuumieren und dann ab in den Kühlschrank. Ja Leute, mit dem Vakuumieren, das hat nicht so ganz hingehört, irgendwas habe ich falsch gemacht. Auch bei mir geht manchmal was schief, gell? Jetzt haben wir das einfach zusammengebunden und da bleibt es jetzt über die Nacht für 12 Stunden. Man kann das einmal drehen und das war es dann eigentlich schon. Wir sehen uns dann am Grill. So, da liegt unsere amerikanische Muku. Die werden wir jetzt noch ordentlich trocken tupfen. Da haben wir dann die Soße, nicht? Also die Marinade, die werden wir zu einer Sauce einreduzieren mit den Abschnitten. Und das Ganze werden wir, bevor wir es am Grill rausschmeißen, noch mit Olivenöl einreiben und dann geht's los. Bis gleich! Jawohl! Unser Mulku liegt jetzt oben. Wir werden da jetzt einmal richtig scharf anbraten und dann werden wir es umbauen im indirekten Bereich und lassen es dann langsam gar ziehen. So, da la! Unser Filetterl ist jetzt da angegrillt. Wir bauen den Grill jetzt auf indirektes Setup um. Und dann werden wir ein bisschen smoken. So, da la, unser Filetsteckerl liegt jetzt da oben. Dann nehmen wir die Sauce instellt mit den Abschnitten. Gell? Rauchen tut es auch schon. Wir nehmen wie immer die Jack Daniels Whisky Chunks. Also Chips. Wir werden jetzt zumachen und das Ganze jetzt, aber verkaufen du es nachher noch auf eine Temperatur von ca.
54 bis 56 Grad sind, weil wir wollen es nicht zu blutig haben. Also es sollte so eine Trose sein, weil mehr braucht es nicht sein. Ich sage euch nur, bis gleich. Ja, Temperatur werden wir so ca. 110, 120 Grad werden wir da fahren. Wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Ja, eines habe ich noch vergessen. Und zwar haben wir das Ganze noch ein bisschen ganz leicht mit Olivenöl eingerieben und am Pfeffer gleich drauf geben, weil jetzt verbrennen wir uns ja nicht, weil wir ja nur mit Niedrigtemperatur fahren, da kann nichts passieren. Beim Anbraten bin ich der Meinung, sollte man keinen raufgeben, weil der verbrennt. So, jetzt sind wir soweit, Deckel zu! So Leute, wir sind am Ziel angelangt, es ist mittlerweile finster geworden, nicht? Und da schaut's her. So schaut unser Filetterl aus, das werden wir jetzt noch ein bisschen ruhen lassen. Die Soße, die ist einreduziert, die habe ich durchgesiebt. Ein paar Butterflockerln rauf, ein bisschen Pfeffer und wir haben eine Weltklasse Soße. Wir sehen uns dann beim Tellerbild. Bis gleich. Die Spannung steigt, jetzt schauen wir mal. Ich habe es ein bisschen zu hoch rauffahren lassen, ich habe da was anderes gemacht, aber schauen wir mal, wie es wird. Also wie es geworden ist. Butter, Zartbutter, weich. Ja, ich sag das ja. Ich würde es nicht so blutig haben, da schaut euch das an. Ha? Bipi Bussi Fein, das haben wir dann mal kosten. Also ein Scheiberl, da schaut euch an, wie sie weicht ist schnell. Ah, Hammer! Das schmilzt auf der Zunge. Unser Saftal dazu, da, da schaut euch das an. Herrlich, sag ich da, herrlich! Warte, das ist einmal groß denn da, ha? Also das Army Beef, ich sage euch das, ist der Hammer. Ich hoffe, euch hat es gefallen, gell? Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier oben könnt ihr abonnieren, wenn ihr es nicht habt, damit ihr keine Folge versäumt. Ich sage euch nur mehr, tschüss Papa und tschüss.